Musik ist aktuell noch sehr laut, das werde ich in Nachbereitung leider machen, obwohl ich schon aufs Leiseste gestellt habe hier. Und ja, das ist so ein Pixel-Game wieder. Ich würde sagen, wir starten rein. Ja. Okay, wir können hier Pilot Configuren. Okay. Ich will mal ganz kurz den anderen spielen. So eine Rolle machen. Cool. Hallo. Kann ich interagieren? Nein. Ich kann aber nur runter. Gut. Reloading. House of Cone. Irgendwas. Okay. Ist irgendwas runtergefallen? Sorry für mein Englisch, by the way. Das ist nicht das Beste. Gut, jetzt kommen wir den Rest nicht mehr lesen. Chris, okay. Achso, okay. Die gehen wir weiter nach da. Da ist die Seele wieder. Ich kann nicht mehr zurück, okay. Irgendwas mit Totenköpfe. Kann das hier alles kaputt machen? There's nothing in any of the. Ist ja das nicht so eine. Yeah, just dodge roll already. Ja, mir fällt gerade was auf, was ich noch ändern muss. Jetzt hört ihr, denke ich mal, auf so einem Spiel. Ich habe vergessen, ja, da was zu machen. Entschuldigung an der Stelle. Und ich habe das Spiel jetzt auch mal auf Deutsch gestellt. Okay, wir können jetzt noch nicht rein. Schüsse, aber wenn du auf dem Boden landest, bist du wieder verwundbar. Das bedeutet, du kannst durch Geschosse und andere Gefahren hindurch ausweichen. Das erfordert präzises Timing. Wenn du Bescheid sagst, öffne ich die Barriere, erreiche mit Ausweichrollen die rechte Seite des Raums, ohne umzukommen. Warte bis zum letzten Sekunde und drücke dann Rechtsklick, um die Rolle zu beginnen. Bist du bereit? Laut.
Hast du. Hast du ja eine Belohnung verdient? Danke, denke ich. Eine Waffe, die deine Status, Statur und Erfahrung entspricht. Na los, mach auf. Eine Waffe. Meine erste Knarre. Erbsenpistole. Wie gut mit vier Erbsen. Zum Ziel benutze die Maus und zum Links-Klick. Nachladen kannst du mit Erben. Aber zuerst brauchst du etwas auf. Eine der Belegung ändern. Nachladen, ja. Gut. Ja. Guck, jetzt habe ich nachgeladen. Ab in den nächsten Raum. Oh, ich muss nachladen. Los geht's. Neue Munition. Munition ist immer wichtig. Guck mal, die können wir dazu nehmen als Schutz. Vielleicht kann sie da hinlocken. Diese cute Dinger. Nein, die hat da nicht geschaut. Du bist ein Boss. Siehst du das Ding auf der anderen Seite? Das ist ein Teleporter. Wenn du einen findest, kannst du.
zum nächsten Dungeon rüber. Das ist ja in allen Dungeon, aber zum nächsten Teil. Okay, hier ist wieder. Oh, das ist ein Traum. Den nehmen wir uns auf. Ich habe keine mehr von den Dingern. Ich habe die leider verbraucht. Ich kann leider auch nicht sehen. Ach doch, da unten sehe ich, was mein Gegner hat. Mist, nicht gut gespielt. Ja, er hat schon die Hälfte weg. Wenn ich gut dastehe, kann ich das nicht so. Da springe ich kurz durch und teleportiert sich wieder. Hallo. Mist, nachladen. Ich würde sagen, dadurch gehen wir das nächste Mal. Entschuldigung, dass ihr am Anfang nichts gehört.